Moment. Ah, hinter mir. Da. Dann holen wir mal eine aus dem Fluss. Hier muss ein Fluss sein. Wo ist der denn? Steht da vor. Ist doch kein Fluss. Ah, diese blöden Roboter. Ey, was willst du denn, du Knallkopf? Mord, da haut er mich. So, gut. Den Startschrott nehmen wir immer schön mit. Die können wir nämlich für die Reparaturen ganz gut gebrauchen. Ich werde jetzt zurückgehen. Das heißt, ich wollte eigentlich, müsste ich im Flussbett sein, ne? Wo ist denn das? Ich stehe mittendrin, würde ich sagen. Das ist eine Wasserprobe. Okay, dann gehe ich mal nach rechts. Das ist eine Rußblume und ein Rhododendron. Was ist das? Ach so, Pilz. Schnippels und Plastik, ein Sieb, ein Sieb. Ich laufe irgendwie dran vorbei. Gut, dann gehe ich jetzt da lang. Schnurstracks drauf zu. Baumstamm, Baumstamm, jo, sammeln. Ach, hier ist die Pumpe oder so, ne? Ja, genau. Okay, ich sammle das mal. Ich werde das jetzt nicht groß. Die Eimer können fallen mir. Die sind nämlich aus Stahl. So, jetzt muss ich noch eine aus dem Fluss haben. Und das ist Düngemittel. Cool. Nehmen wir mit. Vielleicht nehmen wir auch davon. Jetzt bin ich natürlich überladen, so ein Mist. Moment. Wir könnten den Schrott. Ja, das finde ich doof. Das ist ein klein Ticken höher, wäre gut, ne? Moment, ich habe doch noch. Nee, ich habe 81. Dann schmeiße ich jetzt mal vom Schrott, würde ich sagen. Diese Einmaleimer sind Stahl und Plastik. Das ist sogar noch besser, als ich dachte. Das ist Stahl. Das ist geformtes Plastik. Keramik. Ich weiß nicht, ob ich Keramik brauche. Wie schwer? Eins. Reicht vielleicht gerade aus, um lose Federn, Metalleimer, wo ist denn dieser? Ich suche eigentlich. Ist das Plastik? Nee, das ist Stahl. Aha. Na gut. Säure, okay. Plastik, Silber, Schaltkreise. Den Kleber muss ich natürlich behalten. Das wiegt auch was. Und dann wiegt das oder was? Ist nichts wert und dann wiegt da was. Stoff ist das aber. Okay. Gut, ich gucke mal, wo das Teil ist jetzt hier. Wie heißt denn das? Das war ein Blumentopf. Ein Blumentopf war das. Moment, ich muss Blumentopf gucken. Ganz oben. Das ist Keramik. Ich schmeiße mal die Keramik weg. Die ist mir zu schwer, ehrlich gesagt. Können wir später immer noch holen. Gibt es überall zu holen. Gut, wir müssen zum Fluss. Hops. Laufe ich jetzt drauf zu? Ich hoffe doch. Ah, sieht gut aus. Okay, dann testen wir das. Baumstamm, das bin ich wieder zu schwer. Ich bin wieder zu schwer. Ich nehme immer alles mit. Oh. Acht Holzreste, ja, das ist aber gut. Hops. Hops.
Bis da oben hin. Okay, schauen wir mal. Wir müssen eine Wasserprobe analysieren. Von Testkit werden gelesen. Gut, okay. Da gehe ich nochmal da rein. Alles tödlich, extrem oder schwer? Und ernst, ja, okay. Tja. Ja, immerhin noch ernst als am 1.3.96, 2096 natürlich. Okay. Nutze das Holz als Brennstoff, um das Schmutz. Ja, gut. Das heißt, wir gehen jetzt mal darüber. Ist da was drin? Nö, nichts mehr. Hier hinten mal was zum Kochen. Bist du tot? Du bist tot. So. Okay, wir sollen Wasser abkochen. Das machen wir jetzt auch. Wir machen gleich mal. Und wir machen uns einen Rußtee. Wir haben abgekochtes Wasser. Können wir zwei Rußtee noch machen? Sodass wir auf jeden Fall was zu trinken haben. Und wir kriegen TP dafür. Das halte ich für sinnvoll. Leuchtspitzsuppe, nein, die möchte ich nicht. Was war denn das jetzt? Moment. Die Strahlung widerstehen. Essen und Wasser hätten wir. Ja, gut. Aber das möchte ich nicht. Erst wieder die Leuchtspitzsuppe. Nein. Nein, nein. Das ist gut so. Ich denke, das lassen wir erstmal. Jetzt müssen wir nochmal nach einer Waffenwerkbank gucken. Damit wir den Schrott so ein bisschen. Bisschen Holz. Ich glaube, hier unten. Da ist eine Rüstungsbank, oder? Ist das eine Waffenbank? Nee, Rüstungsbank. Ich will aber nichts herstellen. Moment. Ich möchte modifizieren. Können wir unseren Brustteil denn noch mit Taschen versehen? Nein, leider nicht. Ein Bein vielleicht mit Taschen versehen, gekocht. Sollten wir vielleicht mal machen, ne? Was brauchen wir? Wir haben nicht so viel Stoff, haben wir, aber Leder fehlt. Leder, lassen wir das erstmal. Können wir den denn modifizieren? Herstellung wechseln. Können wir auch nicht mal, weil wir bestimmte Sachen brauchen. Okay. So, jetzt wollte ich aber hier Gegenstände verwerten. Genau, das wollte ich machen. Wir verwerten nämlich den gesamten Schrott, würde ich sagen. So, dass wir weniger Gewicht haben. Wir haben jetzt 178 Gewicht und links. Jetzt haben wir nur noch 167. Was ist hiermit? Können wir den auch verwerten? Verwerten, ja. Machen wir. Säure hätten wir. Dann haben wir Glas und nochmal Glas. Jetzt haben wir sogar nur 97. Das ist schon mal gut. Was ist mit Waffen? Das Beil. Ich glaube, das verwerte ich. Die Impro suchen wir uns. Da ist gut. Ja, super. Dann nehmen wir. Nein, nein, die nicht. Auf keinen Fall. Um Gottes Willen. Da muss man ja höllisch aufpassen hier. Die will ich nicht. Das dauert zu lange. Ja, die ist gut so. Die Wurfmesser behalten wir natürlich. Sehr gut, das passt doch. Hier haben wir noch einen Filzhut. Verwerten. Habe ich die Sachen jetzt an oder nicht? Ich glaube, die habe ich gar nicht an, ne? Was ist denn damit? Der hat geringes Gewicht. Und die Partyhut, den brauche ich nicht. Gewichtmäßig 2,25, das sind dann 4,25, 6,25, 50, 6,50, 8,50, 10,50. Das ist alleine 10,50 nur für das dämliche Gewicht hier. Ja, die Brille ist auch, aber ich glaube, die ist Wahrnehmung, ne? Weiß ich gar nicht. Brauche ich eine Brille? Naja. Das Brustteil, ich muss das mal anziehen. Ich habe das gar nicht an, wie es aussieht.
Nee, da Kleid. Nee, habe ich nicht angezogen. Schleppt das rum. So, jetzt gucken wir mal. Volt-Anzug oder Responder an? Sanitäter-Anzug. Der hat deutlich weniger Gewicht. Oh, ich kann beides anziehen. Was soll das? Das Brustteil auf jeden Fall, würde ich sagen. Moment, ich habe zwei rechte Arme, wie es aussieht. Ja, dann können wir den Fall nicht. Wir haben ja nur noch. Moment, verwerten, ja. Dann nehme ich den raus. Mache ich Space. Okay. Was kriegen wir denn? Stahlschrott, unbearbeitetes Leder und unbearbeiteten Stoff. Super. Hier haben wir Kleidung. Ich weiß nicht, brauche ich den denn? Den könnte man verkaufen, ne? Aber da kriegt man ja nichts für. Vielleicht verkaufe ich den später mal. Den nehme ich auf jeden Fall mit. So, Schrott habe ich nicht mehr. Mods, Munition. Jetzt müssen wir irgendwie Munition herstellen. Was ist hier? Oh, war ein Einwegglas. Da ist Betonbruch. Okay, das verringere ich gleich. Das Einwegglas verwerten, jawohl. Wo ist der Betonbruch? Der ist hier gar nicht drin, ne? Okay, Hilfsmittel. Gut, das wird nicht angezeigt an dieser Bank. Oi! Ja, den nehme ich auch. Da gehe ich nochmal zurück. Mach nochmal Schrottverwertung. Genau. So, verwerten. Ja, dann wird es kleiner. Ist nämlich nur noch ein Zehntel oder so an Gewicht. Ich glaube, ich muss hier irgendwo rein. Und. Ja. Das sieht aber nicht gut an da draußen. Was war das? Erreiche Stufe 4. Sehr schön. Ja, ich muss jetzt hier nochmal als Person verzeihen. Deswegen soll ich eigentlich suchen. Ach so. Delbert, ja, das ist immer dasselbe. Also diese Sequenz ist immer dieselbe. Ich glaube, bis 5 oder 6 irgendwie sind diese immer selber. Ich habe noch 76 Schuss, das ist doch gut. Ob ich mir noch einen Hirsch mit zwei Köpfen brate? Ei, nicht wegjumpen hier, was soll das? Ich muss doch hinter dir herrennen. Hintergeschossen. Danke für dein Leder. Und für dein Fleisch natürlich auch. Hier muss noch eins sein. Warte mal, wo ist, bin ich hier? Was ist das hier? Moment. Pistole? Nein, nur zwei Schuss. Okay. Oh, hier hat aber einer auch versucht einzubrechen, wa? Oh, ich habe einen Spazierstock. Ich kann mich jetzt aufstützen. Die Zeit, dass wir den bekommen, ja, dass wir sowas aufknacken können. Ah! Die Mistviecher gehen nicht gleich bei. Verpiss dich, du blödes Ding. Zigarette, was soll ich denn damit? Oh, noch mehr zu retten. Mann, Klopapier, jetzt kann ich nicht auf Klo gehen. Na gut, ups. Ja, das ist, weil das so leichtgängig ist. Was ist hier? Z. Letzter Melonentester, ich, Jeremiah Ward, Bürger der Stadt Flatwoods, keine Ahnung. Im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und nicht unter Zwang handeln im Großen und Ganzen. Hiermit erkläre ich, dass dieser Brief meine Zivil ist. Also, mir kriegt das Haus und alles, was darin ist. Es ist nicht viel, aber das ist alles, was ich habe. Und sie ist die einzige Person, die mir geblieben ist. Ich weiß, dass sie noch lebt. Die Responder sagen, die Hunde hätten sie erwischt, aber ich weiß, dass das nicht stimmt. Sie waren wirklich gut. Waren wirklich gut zu uns. Einem alten Knacker wie mir das Kochen beizubringen, ist schon was. Das muss ich Ihnen lassen.
Aber ich weiß, dass sie wegen der Hunde gelogen haben. Ich habe sie auf den Hügeln gesehen. Böse Leute spionieren uns aus. Sie haben meine Enkelin. Ich weiß es einfach. Ich hole dich zurück, mir versprochen. Na gut. Wenn du daran glauben magst. Oh, ich habe Patronen gefunden. Das ist gut. Das ist immer gut. Was haben wir da noch? Weißen Teller. Großes Teeglas. Ja, es ist wieder alles Schrott, aber das werden wir alles zerlegen. Brotkasten, es könnte Plastik sein. Ja. Da sind noch Patronen drin, jawohl. Oh Mann, wie klein waren die Enkelin? Ich nehme alles mit, dass ich die Nagel versetzt. Tut mir leid. Ich habe jetzt einen Rangerhut, jawohl. Und das nehme ich auch mit. Da ist nichts weiter. Wo schleicht denn dieses Huhn, der etwas rum? Den kann ich nicht aufmachen, schade. Hinterm Haus. Oh, jetzt geht das wieder los. Ja, ich brauche eine andere Maus, fürchte ich. Ja, du, tut mir leid, Bramin. Immer dieses Nachladen, bleib stehen. So, bevor es umgefallen ist, ist es schon tot. Oh, nochmal. Ja. Es tut mir leid, das poppt immer wieder auf, weil meine Maus einfach zu leichtgängig ist. Wo muss ich eigentlich hin? Da bin ich ja richtig. Schon wieder. Ich komme immer auf die Maus. Das ist alles. Und man muss so ganz minimal drehen. Ach, das war Delbert, ne? Delbert müssen wir erstmal machen. Genau. Was ist denn jetzt schon wieder? Warum verletze ich mich hier? Leute, hier wo der Blutfleck ist, nicht darüber latschen. Da verletzt man sich. Was ist das? Delbert Sonnenbrand. Jetzt habe ich das mit E aufgehoben, jetzt funktioniert das nicht. Tja, hier ist nichts, ne? Ah, Mr. Delbert. Reverend Delbert Winters, bin Ja. direkt hier in der Stadt geboren und aufgewachsen. Ja, ich gucke jetzt hier nicht mal Abgesehen rein. Das davon ist immer weiß ich mich dasselbe. als Außenposten zur Das habt ihr Verfügung vielleicht gestellt. schon gar Gern woanders geschehen, gesehen. übrigens. Wisst ihr, die Responder haben eine wichtige Mission. Sie helfen den Leuten durch dick und dünn, bis der Himmel sich wieder öffnet und uns alle Jetzt muss ich aufnimmt. doch in das blöde Ding Als gucken. das alles passierte, dachte ich, wie viele andere, die Zeit ist gekommen. Das ist das Ende. Aber das war es nicht, was? Wir sind noch hier. Erst dachte ich, es wäre ein Fehler passiert, dass wir übersehen würden, vergessen. Vielleicht hatten wir gesündigt. Vielleicht hatten wir nicht genug für den guten Zweck gespendet. Oder in schweren Zeiten nicht genug den Namen des Herrn gelobt. Oder Gedanken gehabt, die sich nicht gehören. Also fragte ich ihn. Ich fragte, wie? Warum? Ich habe auf Erden für dich gekämpft und ich bin bereit, im Himmel an deiner Seite zu kämpfen. Dann sah ich in meiner Verzweiflung, wie ein paar Überlebende hinter einer Mülltonne eine rohe Ratte aßen. Die solltet ihr erst braten, sagte ich. Das schien ziemlich naheliegend. Sie sagten, sie hätten es versucht, aber es hätte sie krank gemacht. Sie waren komplett verdreckt. Da wurde mir klar, dass ich einen Auftrag hatte. Von da an baute ich Küchen, kochte gutes Essen, gab jedem zu essen, der mit leerem Magen zu mir kam. Und ich war dankbar für diesen Auftrag. Dankbar! Beim nächsten Weltuntergang wird auch meine Zeit gekommen sein. Aber bis es soweit ist, können wir uns doch ein selbstgemachtes Essen teilen, nicht? Ja, ich gucke hier nur durch. Das dauert zu lange, um das vorzulesen. Immer anhalten, wenn ihr das unbedingt lesen möchtet, dann könnt ihr das ja immer anhalten. Ich gehe jetzt hier wieder raus erstmal. Wir müssen darüber. Und zwar sollen wir uns irgendwas kochen. Ein Ribeye-Steak hatte ich doch schon. Da ist noch ein Zettel, den nehme ich mal mit. Kostenloser Kochunterricht. Jawohl, nehmen wir. Moment, ich könnte etwas. Ne, geht gar nicht. Na gut.
Okay, Fleisch war das dann, ein Ribeye-Steak. Ja, das passt schon. Ich mache mir gleich zwei. Holz habe ich noch genug, wie ich sehe. Davon habe ich nichts. Können wir das denn eigentlich jetzt herrichten? Was ist denn hier? Das kann ich auch nicht nehmen, ja. Okay. Gut. Melde dich beim Selbstbedienungsterminal. Ja, machen wir. So, Training abschließen. Glückwunsch, Freiwilliger. Gewährezugang zur Responder abgeschlossen. Okay. Was soll ich denn machen? Nehmen wir über die Datenbank mit den Respondern Kontakt auf. Ja, welche Responder? Jetzt müsste ich gucken. Also Colonel ist tot. Der lag oben auf dem Kirchturm. Benami liegt in der Kirche. McDermott haben wir unten am Fluss gefunden. Das ist das mit dem Wasser. Delbert ist der Pfarrer von eben. Was ist denn mit Caldera? Gucken wir doch mal, wo Caldera steckt. Hat neue Selbstbedienungskiosk und eine automatisierte wurde zum Flughafen Morgan transferiert, um Unterkünfte für Überlebende zu bauen. Oh ne, den will ich eigentlich nicht. Da muss ich ja gleich da hoch. Mitglieder, Kallen. Versucht die Responder zu kallen. Oder einfach irgendjemanden. Sieht das überhaupt jemand? Was ist mit dem Shepard Scott? Recherchiert die Gründe für das Warum. Hat Theorien zu vielen Themen, die meisten davon politisch oder paranormal. Wilkins Gary. Auch zum Flughafen. Jetzt Sophie. Seit 2001/96 Teilnehmer an der Davids Freiwilligentraining. Okay. So, was mache ich jetzt? Moment. Kommt irgendwas noch? Nachschlag. Okay, schauen wir mal Nachschlag. Was ist mit Nachschlag gemeint? Einspeisung der Hungrigen oder Projekt Bodenstange? Ich glaube, ich gehe zu Projekt Bodenstange. Und hier wird einer gesucht. Ja, warum müssen die Leute immer hier die Leute erschießen? Das ist doch echt saublöd, oder? Wenn du mir entgegenkommst, dann werde ich dich platt machen, du Blödbacke. Alter, alter PL. Ja, was heißt PL? Polen, wa? Ja. Finde ich doof, sowas. Das Spiel ist nicht dafür gedacht. Wen haben wir denn hier überall? Ja, sind einige da. Ah ja, ich gehe mal in die Richtung, würde ich sagen, und versuche mal, Moment, hier oben. Ja, das versuche ich mal. Da ist noch was. Nimm über die Datenbank mit den Respondern Kontakt auf. Wie soll ich das machen? Habe ich doch gerade versucht. Das ist nicht hier. Moment, da muss ich darüber. Aha, hier muss ich ran. Anmeldung. Freiwilliger. Responder. Verbrannte haben sich in Bewegung gesetzt und könnten in Richtung unserer Hauptbase am Flughafen Morgantown unterwegs sein. Alle Mitarbeiter müssen sich umgehend beim Hauptquartier einfinden. Ach, da müssen wir eh da hoch. Also, da gehen wir jetzt da hoch. Sperrte Nachrichten. Hallo, dem Training. Selbstbedienungskiosk. Benami. Probleme mit dem Kiosk. Interview. Willkommen. Jawohl. Anfragen. Was ist das? Neuer Patient. Kommentar. Nö, das will ich jetzt nicht lesen. Nachschlag. So, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt. Ich glaube, ich werde Richtung Morgantown unterwegs sein. Ich kriege alles mögliche Bastelwerkbank. Ah, ich habe Bauplan bekommen. Eine letzte Abreise. Na gut, dann werden wir uns mal auf den Weg machen.
Das müsste schon die Richtung im Prinzip sein, ne? Ich habe keine Munition für diese Waffe. Ich überlege gerade, ob ich nicht genug Kronkorken habe. 52. Nee, der verkaufte ja nicht, das ist ja das Problem. Okay, geht's weiter. Gewehr im Schuss. Ich muss mal AP beseitigen, Moment. Hilfsmittel. Eichhörnchen im Stiel. Blutblatt. Ja. Hundefutter in der Dose. Hat auch Wasser? Nein, hat kein Wasser. Leguan am Stiel hat Glück. Stärke. Der Melonsaft. Was ist damit? Gesundheitsregeneration. Overdrive Psycho. Was ist damit? Krankheitsresistent Minus. Ah, das ist gut. Das ist gut zu wissen. Rhododendronblüten einfach so essen. Er gibt tatsächlich erstmal gleich noch eine. Ein Ribeye-Steak werde ich noch mal. Jetzt habe ich natürlich gleich wieder Dings. Oh. Na gut. Ich werde hier noch mal einen von nehmen. So, da geht es mir, glaube ich, ganz gut. Und Wasser muss ich noch trinken. Sehr gut, sehr gut. Da, Fleisch-Eintopf-Konserve, wo kommt die denn her? Die ist gut, die kann man wunderbar für auch bei Wassermangel. Ja, wo müssen wir lang, wenn wir einen Morgentau, ne? Das ist ein ganzes Stück zu laufen. Hier sind keine bösen Leute. Ich werde mal am Fluss lang gehen. Da hätte ich Lust zu. Vielleicht treffe ich noch jemanden, den ich von früher kenne. Oh, Quatsch, hier nicht so ein Senffeld. Was? Nehmen. So. Lebensgeschichte. Willie May. Ich Ja. habe auf den Knopf gedrückt. Es nimmt auf. Ruhe. Hallo? Hallo, Hallo, hallo? hallo, hallo. Das sollte funktionieren. Ich War hasse da diese was? Dinger. Nö. Ich bin Willie May. Man hat mich gebeten, aus pädagogischen Zwecken etwas über mein Leben seit dem Fall der Bomben zu erzählen. Für die Kinder, die noch geboren werden. Eine gute Sache. Eigentlich wollte ich mein Alter damit verbringen, fernzusehen und auf meine Enkel aufzupassen. Aber es kam ganz anders. Ups. Ich bin so froh, dass sie es alle rechtzeitig in den Ward geschafft haben. Als ich davon geträumt habe, wusste ich, dass meine Gebete erhört wurden. Mein Ehemann Frank hat früher in den Minen gearbeitet. Kurz vor dem Krieg gab es ein Erdbeben. Er kam nicht mehr zurück. Ich weiß nicht genau, was mit ihm passiert Komm. ist oder warum er nie zurück nach Hause kam. Aber das ist schon in Ordnung. Seit dem Krieg lese ich nur noch in meinen alten Zeitungen und höre Musik. Zur Abwechslung ist es mal friedlich. Und das ist gut so. Habt ihr schon mal von der Atomlotterie der Watoga Times gehört? Der Gewinner erhält einen 10-Jahres-Vorrat an Bramco Mac and Cheese, Salisbury Steak und natürlich Nuka-Cola. 20 Jahre lang habe ich bei dieser Lotterie mitgespielt und im Monat vor dem Krieg habe ich sie endlich gewonnen. Der Gewinn hat zwar nur 8 Jahre gehalten, aber es gibt ja niemanden mehr, bei dem man sich beschweren könnte. Als die Vorräte alle waren, hörte ich über das Radio den Aufruf der Responder. Also machte ich mich auf die Suche nach ihnen. Sie waren eine große Hilfe. Also, ich gehe jetzt nach Hause. Zumindest für eine Weile. Wie schalte ich das aus? Verfluchtes Gerät. Der Knopf ist es nicht. Der Aufrechtheben. Okay, hier könnten wir uns noch schnell was kochen, aber im Moment ist das, glaube ich, gar nicht so sinnvoll.
Hier ist Blutblatt, das sehen wir mit. Wir nehmen auch immer schön Holz mit. Abwerfen können wir immer noch, wenn es nicht anders geht. Wo sind wir? Da sind einer ist rechts. Wir gehen mal weiter. Wir gucken mal, ob wir da. Muss ja irgendwer in der Nähe sein. Ups. Ups. Oh, was haben wir da? Oh, die Pilze. Cool. Pistole. Mais. Okay. Hier vorne. Beziehungsweise immerhin. Ja, super. Da haben wir doch mal was gefunden. Oh, da drüben sind ja noch mehr. Na, die hole ich mir. So viel habe ich ja noch nie gehabt. Ups. Ich ins Wasser hüpfen. Nein, komm raus aus dem Wasser. Hallo. Feuerhut. Ich habe 4 Feuerhüte jetzt. Ist ja cool. Noch mehr von dem Zeug. Was ist hier? Hier hat jemand gebaut. Oh, hier hat jemand gebaut. Haha, cool. Hallo. Nein. Oh, Chicken-Dinner. Hi. Chicken-Dinner? Kannst du mich nicht hören? Oh, Mann, oh. Ja, Moment. Ja, super, toll. Hi. Cool. Hast du schön eingerichtet hier. Schade, dass du kein Dings an hast. Teamspeak. Oh, darf ich dir das benutzen? Darf ich benutzen? Oh, das ist meine Lagerkiste, steht da. Dann packe ich doch mal ganz schön den Schrott da rein. Super. Waffen? Die Baseball-Granate. Das ist ja super. Der Ranger-Hut. Den packe ich auch da rein. Holos. Ja, gut. Oh, ich kann hier so viel lernen. Ich muss mal die ganzen Dinger lernen, glaube ich. Wahnsinn. Hey, darf ich? Ja, bitte. Bitte, bitte. Ich möchte bauen. Darf ich bauen? Schade, dass du nicht zu verstehen bist. Oh, coole Sache. Können wir doch gleich ein bisschen mal gucken. Was brauchen wir denn? 45er. Ich habe kein Schießpulver. Schade. Großmenge. Was ist denn Großmenge? Anfertigen. Plastik. Großmenge Holz. So, jetzt habe ich Großmengen. Holz. Plastik und Stahl. Nochmal Stahl.
verstehe das nur noch nicht so ganz. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig und nicht alles versaut. Ja, schade. Schade, dass wir uns nicht unterhalten können. Hast du oben? Oh, du hast das richtig cool gemacht hier, finde ich. Super. Können wir handeln? Können wir handeln? Wo bist du? Hallo, handeln. Der ist weg. Der ist weg. Einfach abgehauen. Und ich glaube, da hinten ist er. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich laufe jetzt einfach hinterher, mal gucken, wo er hin will. Er hat kein Teamspeak angemacht. Da könnte man sich ja mal. Ach, ich gehe weiter nach morgen tarnen. Also. War nett, dich zu sehen. Moment, ein bisschen näher vielleicht. Moment, geh. Ich würde gerne mal gucken, ob wir handeln, handeln. Ah! Oh! Cool, du hast schon Chassis. Schön. Ach, ich hau ab. Ich gehe weiter. Ich habe eine Aufgabe zu erledigen. Moment, da lang. So. Ja, sehr gut. Sehr schöne Gegend zum Bauen, finde ich. Aber hier, warte mal, der Fluss ist gleich daneben, ja. Wo ist der denn? Ist das der Fluss? Jawohl, Wasser auf jeden Fall. Ja, es ist schade, dass ich mich nicht mit ihm unterhalten kann. Hätte ich gerne gemacht, aber wenn das der schicken Italiener ist, den ich schon kenne von YouTube und so und Twitter oder Twitch, hätte ich mich gerne mit ihm unterhalten. Oh, was war das? Da war was. Moment. Starlight Kriecher. Was bitte ist ein Starlight Kriecher? Ist das diese Pflanze? Aha. Eine neue Pflanze, die ich noch nicht kenne. Vielleicht sollte ich da mal rüber gehen. Da ist ein Laster, das wird da nochmal reinschauen. Geht gar nicht. Wir sind an einer Autobahn. Mutanten. Glaube, den habe ich getroffen. Oh, Kopfschuss. Ach, super. Ist da noch ein dritter? Was haben die für Waffen? Alles mit dem Schießpulver habe ich. Baumstamm? Wo ist der andere? Da. Jo. Oh Gott. 56 Kohlkörner. Ups. Ist da noch einer? Nö, sieht nicht so aus. Was sehr. Ich werde mal ein Wässerchen trinken, bevor ich hier wieder verdurste. Ja, es ist komisch. Es stört mich gar nicht, dass es hier so nach und nach aufpoppt. Das ist eigentlich in einem relativ. Oh, ich habe einen Sender irgendwie, glaube ich. Hier geht der Fluss durch, ne? Moment. Ja. Wo muss ich denn lang, dass ich dahin, wenn ich dahin will? Da ist noch was. Untersuche den Flughafen. Hier ist aber auch was. Und da kommen wir auch an irgendwas. Okay, dann gehen wir einfach auf der Straße weiter. Geht der hin? Der geht nach rechts. Da sind noch ein paar.
Da unten was drin? Nö, schade. Ups. Nein, alles gut. Oh, da ist eine Kiste. Ja, die hole ich. Ah! Das ist ja fies hier. Mollo. Da kommt man ja gleich rüber. Ha, ausgetrickst. Hier vor wegen. Ich kann doch hüpfen. Schrotpatronen habe ich gefunden. Sehr schön. Schießpulver, ja. Hops. Muss nur aufpassen auf die Dinger. Da ist ein kleines Haus. Da gucke ich jetzt mal hin. Was ist da? Da ist ein Leuchtturm. Sehen, was ist denn das? Oh, nicht immer, wenn ich in die Karte gucke, du blödes Vieh. Was soll denn das, du blödes Vieh? Immer, wenn man in die Karte guckt, das kann ja nicht sein. Finde ich unfair. Nein, ist unfair. Ich habe immer noch keine Munition für meine 45er. Da könnte ich... Nee. Ich bin schon wieder halb tot, ne? Naja, nicht ganz. Was ist das? Junkyard. Da gucke ich mir an. Sieht nach einer Müllhalde aus oder so. Ja, Schwert. Junkyard. Yard. Yard. Ich werde mal auf die Pistole wechseln. Moment. Tatsächlich ein Müllplatz. Da unten steht eine Coca-Cola Quanto oder so. Oh, ja, angenehm. Du siehst etwas tot aus, Mister. Wo ist diese Cola, die ich eben gesehen habe? Da, tatsächlich, Quantum. Noch mal auf, kommt mal auf. Die sind alle leer, schade. Für Glas brauche ich nicht. Was ist das denn? Zement. Eine Werkbank. Beanspruchte Werkbank. Ich möchte mal gucken. Hier ist eine Pumpgun. Ich nehme die mit. Geil, wenn die gehört. Das ist meine jetzt. Das ist meine, ja. Meine Lagerkiste. Da kann ich doch hier tatsächlich ablagern, ne? Oder? Ja, super. Waffenüberflüssige. Der Gehstock zum Beispiel. Ein Jagdgewehr. Noch ein Jagdgewehr. Und die Pumpgun machen wir gleich fertig. Gucken wir mal, ob wir hier eine Munitionskiste finden. Quatsch, Waffenwerkbank meine ich natürlich, das ist aber keine. Was ist denn hier drüben? Da ist ein Gebäude, da gehe ich mal hin. Wir haben ganz schön viel Material, wenn wir das mitschleppen. Ich würde ja gerne mal gucken, ob es hier... Da hinten ist ein Wohnhaus. Ich glaube, wir gehen mal in das Wohnhaus gucken. Da war ich schon in dem Bus. Ja, ich glaube ja. Denn hier überhaupt jemand? Nein, hier ist keiner.
ich nicht mitnehmen, wäre nämlich Plastik, wäre gut gewesen. Hier ist ein Jet und eine solche Kanne. Keramik. Ich gehe mal hoch, mal gucken. Ah, steht doch mal auf. Rangerhut. Keramik. Puff-out, ja super, das können wir vielleicht mal gebrauchen. So, ich gehe mal runter und guck mal. Ich gehe mal hier raus, Mensch. Ach, da liegen noch die Würstchen. Handy-Treibstoff, Wodka. Ja, das ist ja alles ganz gut und schön, aber ich habe nicht, was ich suche. Ich suche nämlich eine Munitionsbank. Hier war nur eine. Ich werde das hier nochmal ablagern. Den ganzen Schrott rausnehmen. So. Hier ist aber keine. Nee, das ist nur ein Labor. Kann ich hier nicht auch Munition machen? Moment mal, hier können wir doch auch Munition machen. Aber welche weiß ich jetzt nicht? Munition. Nur Schießpulver. Ja, okay, toll. Ich nehme alles weg. So. Das ist mal Plastik. Die Kiste war draußen, ne? Und hier ist so ein Automat, jawohl. Schrott da rein. Waffen. Splittergranaten habe ich. Oh, die legen wir ab. Die Wurfmesser sind gar nicht abgelegt. Moment, dann erst den. Nein, 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 nein. Ich muss hier raus. Moment. Waffen. Pumpgun. Kommt dann raus, dann habe ich die Splittergranaten und die Wurfmesser. So. Jetzt gucken wir mal. Wasser, Machete, Impro. Ich brauche Munition. Ich habe keine Bank dafür. Den Pack, die Pumpgun. Ich habe nur 6 Schuss. Versuch die mal, ich werde die mal bei mir behalten. So, ich möchte ja eigentlich, was ist das hier oben? Nö, ich gehe jetzt hier zum Flughafen, würde ich sagen. Und zwar direkt. Der Butterbeere. Ja, es ist doof, dass ich hier keine Munitionsdings habe, weil wir haben hier zwar eine Pumpgun, aber wir haben. Oh, ich mach mal das Licht aus. Man sieht mich ja meilenweit. Ja, die erzeugen zu viel Rad, deswegen nehme ich die nicht mit im Moment. Ich kann mal so nicht essen. Okay, was haben wir hier? Ein umgestürzter Laster. Moment, ich habe noch ein anderes Gewehr. Pistole, okay. Der hat auch nur eine 45er, immerhin 45er. Das ist schon mal nicht schlecht. So, was haben wir denn hier? Können wir das Holz nicht mitnehmen? Nö, leider nicht.
Ich glaube, ich möchte noch mal in die Häuser hier. Ich habe nur noch 4 Schuss, aber. Irgendwas läuft hier, hier läuft irgendein Gerät. Ist das ein Feind oder ein Freund? Gute Frage, ne? Mist, alle. Hey, komm her, du Stahlschrott. Brauch dich. Wo läuft er denn jetzt hin? Der rennt weg, der Blödmann. Ich brauch doch den Stahl und die Fusionszelle sind auch nicht schlecht. Ja, machen wir zu. So. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Ah, 308er, sehr schön. Hat die Klappe. Mit einer blöden Rauscherei. So. Hier ist leider auch nichts weiter zu holen. Außer ein bisschen Schrott, ne? Da ist noch ein Schlüssel. Oh, den kann ich öffnen. Ah, falsche Richtung. So. Sehr gut. Ja, ist ja nur wieder Vorkriegsgeld. Ja, gut. Etwas Stoff. Schade, schade, hier wäre es schön gewesen, so eine Munitionsbank zu finden, so eine Bastelbank. So. Was haben wir denn da drüben? Oh. Ich glaube, da brauche ich. Meine Pumpgun ist leer, ja. Ich gehe da mal rüber. Wilson Brother. Scheiße, ich treffe dich. Der hat noch nicht mal was, der ist. Patrone repariert. Der hat einen Revolver, 45er. Sehr schön. Hier ist sogar eine Powerstation. Wow. Aber ich habe noch keine Dings. Oder habe ich noch in meinem. Kleber dabei, sehr gut. Da ist nochmal Stimpak, super. Da, jetzt bist du schwer, oder warum japse ich? Moment. Da bin ich irgendwo reingetreten, nee. Draufgetreten vielleicht, aber nicht rein. Ich geh mal hoch, mal gucken, was hier oben ist. Jetzt bin ich überladen, deswegen habe ich gejapst. Kann man hier eigentlich auch irgendwo. Aber kann. Boah, das ist cool. Das ist cool. Das wusste ich noch nicht, dass man das hier kann. Ja, perfekt. Kann ich denn das jetzt hier verwerten? Dann kann ich doch hier die Sachen rausnehmen, die ich nicht brauche. Die ist noch gut. Das Repetierdingens brauche ich nicht. Der Revolver ist vorhanden. Gut, der ist auch gut. Ich habe nur keine Munition. Der Rangerhut. Ach, der macht doch Gewicht, ne? Brauche ich einen Rangerhut? Nein. Die Waffe ist gut, die nicht. Wir kriegen Sachen freigeschaltet. Cool. Ich wollte sowieso erstmal was lernen. Moment, ich wollte was lernen. Das sind die Waffen, das sind die Kleidungsstücke, das stimmt alles soweit. Jawohl.
Jetzt werde ich mich mal ganz schnell hier so ein bisschen. Oh, da habe ich nicht reingeguckt. Der muss aufgekleckt werden, Moment. Ja, super. Stimmi. Ein Stimmi und schmutziges Wasser müssen wir abkochen, aber das kriegen wir hin. Hier ist noch meine Rüstungsbank. Aber dass das hier dran auch funktioniert, ist cool. Schraubenschlüssel. Es wird schon wieder dunkel. Oben war nichts weiter. Es ist schade. Was haben wir denn eigentlich verdünnt? Jagdgewehr 146, da sind 14. Ah ja, schön, da haben wir. Können wir den da auch ruhig erstmal nehmen? Da waren wir drin. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Das ist eine Art Tankstelle, ne? Tankstelle, Reparaturservice, Tankstelle. Ja, ich würde sagen, ich mache hier mal Schluss für heute und schaue mal. Ich hoffe, ich komme hier wieder her. Dass ich das schaffe, hier wieder zu spawnen. Das wäre jedenfalls toll. Machen wir es einfach erstmal für heute. Wir gehen hier mal raus. So, wir wollen zum Hauptmenü. Ich hoffe, er speichert jetzt. Und wir sehen uns jetzt später wieder.